Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum nächsten Video von Gutachter Mainz. Wir hatten euch ja noch versprochen, dass wir die Toyota Supra nochmal vorstellen, weil es einfach ein mega Auto ist, finde ich. Der Jens ist heute mit am Start. Hi. Dem gehört das Fahrzeug. Hallo Jens, grüße hi. Dich. Hi. Und warum der kleine süße BMW noch im Hintergrund steht, erklären wir euch. Also, bis gleich. So, Toyota Supra, hier in dem Modell in Rot mit einem 3 Liter Turbo, 6 Zylinder Turbo. Genau. So. Der Jens ist mit am Start, wollte euch auch gerne mal sein Fahrzeug demonstrieren und auch zeigen, was das Fahrzeug hat. Jens, warum eine Supra? Weil es einfach ein wunderschönes Auto ist, für mich der schönere BMW. Ich mache schon immer Supra, MK4 kennt jeder, MK5. Finde ich auch super gelungen, einfach nur tolles japanisches Kleid mit einem deutschen Herz und das was will man mehr persönlich. Schöner Sechszylinder vom BMW. Pulli passt. Genau, Pulli passt, richtig. Ja, also von daher, Auto gesehen und musste ich haben. Weißt du, das war natürlich ein bisschen gespart und dann gesagt, ja, ist mein Auto. Und bin immer noch wunschlos glücklich mit. Ja. Ist auch ein mega Auto, also optisch ein Highlight, definitiv. Soundtechnisch auch mega. Gut, er ist jetzt ein bisschen modifiziert, aber auch serienmäßig hören die Fahrzeuge sich super an. Abgasanlage hat eine Klappensteuerung ab Werk. Ja. Fangen wir erstmal beim Motor an. 3 Liter, 6 Zylinder, Twin-Scroll-Turbolader. Was macht der Twin-Scroll-Turbolader? Das ist ein Turbolader, wo die Abgase getrennt von beiden Bänken in den Turbolader gedrückt werden letzten Endes. Der Kanal wird kleiner, dementsprechend die Geschwindigkeit höher und ich habe keine gegenseitige Beeinflussung. Somit kriege ich ein besseres Ansprechverhalten des Turboladers hin. Deswegen arbeitet BMW schon relativ lange mit Twin-Scroll-Turboladern. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Was mir definitiv aufgefallen ist, was auch perfekt funktioniert, ist die 8-Gang-Stufen-Automatik von ZF. Ja. Ne? Genau, 8-Gang-Stufen-Automatik von ZF. Einwandfreies Schalten, sehr präzise Lenkung, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Kenne ich von unserem BMW, ist identisch. Muss man aber auch mögen, denn du fährst halt eigentlich immer sportlich. Ne? Also fährst du durch die Stadt und musst mal niesen, bist du halt halb schon auf dem Bürgersteig. Ne? Ist schon sehr, sehr direkt, ja? Macht Spaß, wenn man es mag. Aber das war so ein Knackpunkt, wo bei den Testfahrzeugen auch mal gesagt wurde, ja, ist schon sehr, sehr scharf, die Lenkung. Aber ich finde sie eigentlich ganz cool. So. Was haben wir noch im Fahrzeug? Die Plattform? Identisch. Ja. Ne? Ja. Gleiche Fahrzeuge, beide in Graz gebaut, von Magna in Österreich. Ja. Ja. Identische Fahrzeuge, also der aktuelle BMW Z4. Und Toyota Supra komplett identisch von der Plattform her. Gibt es beide mit dem 2 und mit dem 3 Liter, also sprich 4 Zylinder und 6 Zylinder. Der 2 Liter, den gibt es nur mit der Automatik, war es glaube ich. Ne? Ja, genau. Genau. Kurze Pause. So ist es, wenn man auf der Straße steht. Also, der 2 Liter 4 Zylinder, den gab es nur mit der Automatik. Auch, ich meine bei dem BMW auch nur als Automatik, also bei beiden Fahrzeugen. Genau, gibt's nur. Ja, und der 3 Liter, der 6 Zylinder, den gab es als Automatik und als Schalter. Jetzt seit neuestens gibt es als Schalter. Nach vielen Supra-Fahrern unbedingt muss es einen Schalter geben. Ja. Ich finde, die Automatik funktioniert tadellos, wie du schon gesagt hast, Bombenautomatik. Aber ja, vom Feeling her, manche mögen das, verstehe ich auch. Die wollen halt Schalter. Genau, jetzt gibt es die Schaltung. Und das sieht man ganz gut hinten am Schriftzug. Der ist dann bei meiner ist er schwarz, der Super, der legendäre Super-Schriftzug. Und bei dem Schalter ist er halt rot. Das sieht man direkt. Ja. So, also Supra-Schriftzug haben wir. Schwarzer Supra-Schriftzug bedeutet Automatikgetriebe. Interessant, wusste ich selber noch nicht. Was bedeutet denn das GR, Jens? Gas Racing. Das ist die Sportvariante von Toyota aktuell. Die GR-Jahres. Da habe ich es auch schon gesehen, ja, im Jahres. Genau. Genau, ja. Ja. Corolla gibt es jetzt auch bald. Ich weiß aber nicht, ob es in Deutschland den gibt, aber in Amerika auf jeden Fall kommt der. Ja, da habe ich auch schon Bilder gesehen. Also da bin ich auch mal gespannt auf den Corolla. Ja. Ist ganz interessant. Also das
GR, jetzt wird es ein bisschen windig, aber ich hoffe, man versteht noch alles. Das GR ist eigentlich wie das M bei BMW, sage ich jetzt mal. Ne? Also das Motorsport-Sparte von Toyota. Genau. Wir gehen nochmal auf den Motor ein, wenn wir schon bei Motor und Motorsport sind. Blenden wir den Motor nochmal ein. Da wird man dann auch die Parallelen sehen zum BMW. Hier haben wir leider nur den Vierzylinder. Der reichte zum Glück der Frau. Aber, ja, mach du mal. Aber der Motor ist, wenn man sich das Logo wegdenkt, BMW. Haben wir ganz klar BMW drin. Hier steht ja auch BMW. Hier sieht man es auch. Ja. Das ist der bekannte B58 Motor, den alle lieben. Mit viel Potenzial und Leistung auch sogar. Verstehe ich als Prüfer gar nicht, was du meinst. Aber naja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ladedruck, sage ich nur. Ladedruck, 1 Bar. Standardmäßig, ja. Standardmäßig, sagt er noch dazu. Okay, interessant. Gut, also 1 Bar Ladedruck fahren wir. Verdichtung 11, meine ich, ne? Ja, 11:1. Genau, 11:1 Verdichtung. Und um die 4 Sekunden von 0 auf 100, ne? 4 meine ich, sowas ja, in den Drehwand, ja, ja. Um die 4 Sekunden von 0 auf 100. Ja. Geht schon ganz gut. 1570 Kilo wiegt die Supra. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, wie gesagt, mit der 8-Gangstufen-Automatik. So, der Motor ist jetzt klar. Also B58 von BMW. Was ist denn das für ein Carbonkasten? Eventuri. Must-have, meiner Meinung nach. Eventuri-Ansaugung. Ja. Ja, macht mal schön bei Windgeräusch im Fahrzeug. Also das Ansauggeräusch wird verstärkt. Ja. Genau. Soll angeblich auch Leistung machen, aber da bin ich jetzt nicht so drauf. Ja. Ist wahrscheinlich nicht messbar. Ja, ne? Wenn genau. Man alles Serie lässt, glaube ich wahrscheinlich nicht. Genau. Aber was messbar ist, ist dann die Geldbörse wahrscheinlich, ne? Wenn du dir so einen Kasten gekauft hast. Der kostet leider ein bisschen was. Also weil Vollkarbonteil. Weiß jeder, glaube ich, selber, dass das nicht gerade günstig ist. Ja. Ja. Aber wie gesagt, für mich persönlich das Geld 100% wert. Ja, schick, schick. Gut, LED-Scheinwerfer, Bi-LED hat er drin. Ja. Ist, glaube ich, auch Serie. Ja, ja. Genau. Serie Bi-LED-Scheinwerfer, mega. Jetzt zeigen wir euch mal das Interieur. Mega schick. Und dann will ich gerne mal auf Parallelen eingehen. Die gibt es noch nicht. Jockey? Ja. Hier. Doch, doch, die gibt's. Ja, ich weiß. So. Ist auch gut so. Ihr seht ja von der Tür angefangen, die Schalteinheiten und der Türöffner kommen mir sehr bekannt vor, wenn ich gerade mit meinem BMW hingefahren bin. Aber wir gucken gleich mal. Schaltereinheit von der Beleuchtungseinrichtung, die Schalter der Sitze, die Mittelkonsole ist auf jeden Fall eine mega Parallele da. Sehr, sehr schick, aber man erkennt auch den Ursprung, sage ich mal, wieder, definitiv. Einzige Carbon-Teil hat der Z4 nicht drin, die riesen Mittelkonsole aus Carbon, wunderschönes Teil. Und ein Riesenmanko für mich ist das Lenkrad bei dem Auto, aber das kommt man ja austauschen, also von daher. Ja, das ist nicht mehr original, das sieht man. Nee, genau. Ja, genau. Sind auf jeden Fall mega Ähnlichkeiten dabei. Ich glaube sogar auch die Blinkerschalter und ja, ja. Vom... Alles übernommen. Genau. Also eigentlich die ganze Lenksäule, das ist alles BMW, was es nicht schlecht macht, aber der Erkennungswert ist da. Ich sag mal so, wenn es Toyota gemacht hätte, wäre es nicht so hochwertig, mal böse gesagt, als jetzt bei BMW. Ganz ehrlich, auch wenn es BMW ist, es fühlt sich super an, sieht gut aus und beide Automobilhersteller konnten sich so deutlich viel Geld sparen. Einfach nur Toyota gesagt, ja, ich nehme die BMW-Teile und setze eine schöne Haube drauf. Genau. Für mich persönlich der einzige Weg, sonst hätte es kein Supra, glaube ich, gegeben. Weil Automobilbranche aktuell mit Geld und alles, das ist so schlimm. Und so Autos gibt es ja nicht so oft. Auch kaufen sich sehr wenige Menschen. Und warum sollten dann BMW und Toyota sagen, ja, wir bauen jetzt ein Auto? Das ist alles Kosten. Das ist richtig, ja. Von daher Kaufpreis? 66, voll ausgestattet. Genau. Ich glaube, der geht los bei knapp über 60, geht der los, sowas in dem Dreh. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gekauft habe, war es 63, glaube ich, nackig. Der hat ja eine Premium-Version, das ist jetzt die Premium-Variante. Der kostet so 3 mehr, da hat er eine Anlage drin, halt dieses JBL-System, die Ledersitze und das Head-Up-Display. Das wollte ich halt haben, dann hat er halt 66 gekostet.
Aber finde ich für das Auto Preis-Leistung unschlagbar. Persönlich meine Meinung, leistungsstarker Motor, gute Automatik, schöne Innenausstattung, schöne Außenhaut. Tolles Fahrwerk. Genau, stimmt, ja. Einstellbar. Ja. Ne? Härteeinstellung, schön über Sporttaste. Ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick, macht mega Spaß. Ja. Ja. Kann man nicht anders sagen. Also mein Highlight an dem Fahrzeug ist die komplette Form, diese Kanten, die Formgebung der Seitenwände und hier oben das Dach. Ja. Finde ich mega sexy bei dem Fahrzeug. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Was für mich noch gefehlt hat, war halt der Spoiler. Das war halt immer ein Thema für mich beim Auto. Manche mögen diesen Ducktail, aber für mich persönlich ist so eine super gehörte Spoiler irgendwie dran. Der übrigens auch legal ist. So, ich denke, das wären so die wichtigsten Punkte von dem Fahrzeug. Wie gesagt, mega Auto, Jens. Ja, hast du gut gemacht. Auch die Farbe, ich bin eigentlich kein Rot-Fan, außer bei italienischen Fahrzeugen, aber das steht ihm echt super, muss man ganz klar sagen. Oder der Supra, sagt man ja. Ne? Für mich ist eine die, ja. Weil also sowas Schönes kann nur eine Frau sein. Meine persönliche Meinung. Gut. Ja. Deswegen haben wir auch ein Mega Carbon für euch. Viel Spaß dabei. Meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war das Fahrzeug von Jens. Also nochmal Glückwunsch, mega Auto. Ja, danke. Wen es interessiert, folgt sehr bald das Video über die Eintragung von dem Heckspoiler. Der wurde legalisiert. Also bleibt dran, abonniert den Kanal. Ja, ich muss ihn wahrscheinlich wiedergeben. Ja, wäre mal lieber. BMW will ich nicht fahren. Ich will nur BMW schöner fahren. BMW wieder nach Hause. Bis dann, ciao. Ciao. So, da haben wir den Polo WRC. Einige Sachen hatten wir schon abgenommen gehabt. Clubsport V3, ne, war es gewesen. Eine Move-It-Bremsanlage, die OZ-Räder.